Deswegen sieht man im Dunkeln nichts. Das bin so ich. Machst du das auch immer? Im Dunkeln. Dann rennst du irgendwo dagegen. Oh, herrlich. Kann ich das da jetzt einfach dann so einbauen? Wir mal. Geht das, ja. Wutschi, immer das Gleiche mit diesen Ravioli-Umdrehern. Hoffentlich ist er noch heil. Ravioli, Ravioli, gib mir die Formel Loli. Da fehlt ein Stümpel, einem Zylinder, ein Stümpel. Und ein... Naja, auf jeden Fall fehlt da was. So viel erkennt der Fachmann. Okay. Wo ist das Ding hin? Ah, da. Und da. Und da. Und hier ist noch ein Teil, das sieht genauso aus. Verdammt, was gehört denn jetzt dazu und was nicht? Ich hätte mir die Tipps merken sollen, ne? Ritzel. Das passt. Irgendwie passt das nicht. Ich sehe, du hast genauso viel Ahnung wie ich. Stromumkehrer baue ich doch im Schlaf. Ab ins Inventar damit. Ob ich noch einen zweiten zusammenbekomme? Nicht schlecht, Rufus. Du bist ein Naturtalent. Den dritten baue ich auch noch schnell zusammen. So, ich wette, der Doc hätte das nicht so grandios gut hinbekommen. Ich bin halt einfach ein Naturtalent. Einfach auf gut Glück raten, das geht immer. Er muss schon denken. Ach, das ist doch für alte Leute, das Denken. Dann wollen wir mal. Was ist das? Wow, eine Lux 4000 Powerfunzel. Was für eine Verschwendung. Wer braucht so viel Licht, wenn er mit 200 Sachen und ohne Bremsen auf Schienen durch einen Tunnel rast? Keine Ahnung. Frage ich mich auch immer, wie die Züge bei uns mit Lichtblau fahren können. Natürlich hält es. Kinderspiel für einen Profi. Oder Autos in der Einbahnstraße. Oder in der Spielzone. Ohne Licht ist viel besser. Brauchst du ja keins. Rast du eh durch. Eine Lampe. Heißt es auch noch einmal? Wenn ich einen Stromumkehrer umkehre, fließt dann der Strom gerade? Eine interessante Theorie. Sobald ich mein Labor in Elysium eingerichtet habe, werde ich dem nachgehen. Alles gut. Dann wollen wir mal. Geht das jetzt? Oh, wie ein Kätzchen. Mit Asthma. Ein cooles, explodierendes Asthma-Kätzchen. Ja. Und ab geht's. Asthma-Kätzchen, der kennt sie nicht. Yippie-yay, ein Hebel. Wow, was für eine Fahrt. Wo ich wohl gelandet bin? Hey, Moment mal. Das sieht hier genauso aus wie der Startpunkt. Nur, dass ich in die andere Richtung gucke. Sie müssen die Strecke symmetrisch angeordnet haben. Oder aber... Ich bin im Kreis gefahren. Oder du bist einfach in die Vergangenheit gerannt. Ich wusste, dass das passiert. Ja. Klar. Nein, nicht runter. Da steht, ich habe noch nicht genug Schrott geladen, um die Weichen zu verstellen. Halb so wild. Ohne Goal kann ich hier eh nicht weg. Aussteigen. Wir müssen ja die...
Warum erschreckt es mich immer? Warum erschreckt es mich? Nein. Nein. Warum erschrecke ich immer so viel? Was wollte ich jetzt sagen? Was haben wir denn gekriegt, den Lappen? Wir müssen ja noch den Flaschenhals vom Schnaps ab. Was eignet sich dazu besser als ein Lappen? Nein. Einfach nein. Oh, ein Knopf. Oha, es ist tatsächlich ein Geheimgang. Wohin der wohl führt? Ganz groß. Wow. So, dann ziehen wir nochmal den Hebel. Alle Signale stehen auf Stopp, als könnte mich das aufhalten. Halt, Stopp! Schrott sammeln. Manchmal Schrott. Ich habe einen Stromumkehrer verloren und drei gefunden. Ich sollte mir die Bilanz nicht ruinieren. Okay, dann nochmal hoch. Nochmal rein. Yep, alles klar. Nudelrezepte zu lesen ist kein Problem für mich. Nudelrezept. Das Antipasti oder so? Oder? Nee, es war Backnudeln. Abgeschlossen. Gehen wir nochmal zum Doc. Ach, und? So. Spaghetti. Viva la Spaghetti. Miracoli. Frederico. La 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 la. Sauber. Jetzt habe ich einen Lappen mit Alkohol. Und den brauchst du für? Junge, Junge, Zombie. Au! Ja. Die Dunkelheit, da hilft auch. Wir brauchen auf jeden Fall einen Schraubenschlüssel. Schraubenzieher. Dreher. Für mich bleibt das ein Schraubenzieher. Und eine Sicherung. Sie hat alles ganz gut überstanden. Ich hätte sie während meiner Rast trotzdem nicht unter dem Bienenkorb parken sollen. Warum? Frag mal. Hier fehlt doch etwas. Ach, na klar, mein Interesse. Eine Lampe. Schrotthaufen. Schauen wir nach oben. Und rein. Der Spruch. Welcher? Da fehlt doch was, mein Interesse. Fand den gut. Juhu! Schon wieder der Hebel. Das heißt, ich muss irgendwie zur Außenkurve, um den Hebel zu betätigen, ne? Dreh ich mal um. Jetzt mit der Lampe vielleicht? Sie wieder wie geleckt. Puh.
Von hinten sieht man sie ja eh nie. Ha, fuck. Ohne Stromkraft? Ohne Strom. Der Kasten ist zugemacht, als könnte mich eine popnaive Tölpel. Hey du, nun komm schon da runter. Ups. Hoppla. He's a little bit boneless. Nein, passt nicht. Und wieder bin ich dem Geheimnis des seltsamen Schlüssels einen Schritt näher gekommen. Es ist immer gut, einen Ersatz parat zu haben. Mit einem unendlich langen Hebel und einem fixen Punkt könntest du... Ja, und so weiter. Ich brauche keine Belehrung. Natürlich nicht. Jetzt sagt er noch was. Hallo. Was? Oh, hallo. Ist es noch weit? Ich habe noch mehr interessante Herausforderungen. Immer her damit. Nichts, was ich nicht... Selbst die Eier. Ich muss machen. Aber wir haben jetzt ein Skelettbein. Hier für Weichensteller, weil Hebel und so. Der tote Schaffner wird zum Weichenhebel. Welche Ironie. Mist. Passt nicht. Ich brauche wohl doch den Hebel. Nicht solange ich noch zwei eigene gesunde Beine. Mit dem Teil kommen wir nicht dahin zum Hebel. Das heißt, wir brauchen Licht. Wir brauchen also irgendetwas Portables, wo wir die Glühbirne einschalten. Die Ratte. Scherben, aber ich brauche kein Glück. Es ist immer gut, einen Ersatz. Hatten wir da irgendwie was? Wartung, Warnhebel. Sitz. Kann am Dichter. Nein. Haben wir oben noch was? Nein, nicht. Oben und da rein. Ohne mein Bike passiert da nichts. Ja, geh heute runter. Mucks nicht. Auf zu meinem Bike und einmal losdüsen. Nein. Hebel! Schon wieder der Hebel. Und nach oben. Das Bike ist nicht schwer genug, aber Goal fehlt ja auch noch. Ah, okay. Gut. Wollt absteigen. Yippie! Aber ist auch in Ordnung. Schon wieder der Hebel. Und jetzt bitte absteigen. Danke. Der war abgeschlossen. Abgeschlossen. Ne? Ja. Dafür brauche ich den Schlüssel. Ich krieg den Schlüssel. Er ist rein. Und wieder bin ich dem. Ein Bein reicht mir. Du hast noch einen Arm. Ich brauche einen Schraubenschlüssel.
Dann muss ich das hier aufmachen, dann kann ich das runterlassen, wahrscheinlich. Eventuell. Ein Spiegel. Okay. Sauber machen. Hallo. Kommst Hi. Du öfter hierher? Jede Woche. Ich könnte den Spiegel hochhalten und das Licht in die Höhle umlenken. Aber erstens ist der Scheinwerfer aus. Und zweitens stehe ich doch hier nicht den ganzen Tag blöd rum und halte einen Spiegel hoch. Warum nicht? Scherben bringen Glück, aber ich... Wow. Wer... Okay, ich wollte es eigentlich nehmen. Mal was probieren. Tschüss. Schon wieder der Hebel. So. Bitte alle aussteigen. Die Fahrt ist beendet. Eigentlich sollst du dies reinmachen. Oder geht das nicht? Ich halte nichts von Rücken. Mein Blick, egal wie laut sie rufen. Okay, dann gib mir die Lampe wieder. Meine. Ich dachte vielleicht, dass ich die Lampe da reinmachen kann und dann anmachen kann. Aber nee. Alle Signale stehen auf Stopp, als könnte... Dürfte es ja nicht mehr heiß sein. Unseren Freund, den Gleisarbeiter. Möchtest du da den Spiegel halten, mein toter Freund? Hey du, halt mal den Spiegel. Na, so wird das aber nichts. Du musst mir schon etwas entgegenkommen, fauler Sack. Meine Rede. Scherben bringen Glück, aber ich brauch... Nicht raus. Entschuldigung. So, nochmal hoch. Hebel betätigt. Dann müsste dir jetzt weiß leuchten. Ja. So, jetzt müsste nur irgendwie der Spiegel da drauf. Und wie? Nicht fallen lassen. Ah. Okay. Gut. Da brauche ich jetzt aber immer noch einen Schraubenschlüssel, damit ich das Ding nach oben kriege. Kann auch sein, dass ich schon wieder zu kompliziert denke. Aber ja. Darüber komme ich ja nicht. Nein.
Da steht, ich habe noch nicht genug. Halb so wild. Ohne Goal kann ich hier eh nicht weg. Der Gleisarbeiter wollte offenbar nie wieder einen Fuß hier reinsetzen. Tja, da hätte er sich höher hängen müssen. Gut. Haben wir auch nicht. Können wir halt noch nichts machen. Kannst du mir nicht einen Schraubenzieher oder so geben? Hallo. Hm? Was? Oh, hallo. Ich habe noch mehr interessante Herausforderungen. Immer her damit. Hatten wir alles schon. Sehr selbst die Al. Nochmal, ich bin. Nee, das. Wir haben ja gemacht. Ich muss dann mal wieder. Mach es gut. Und nie ohne Schutzbrille. Hab ich auf dem Kopf. Alles gut. Das muss der Sicherungskasten für den Signalmast sein. Ach. Welches nicht lieber? Kann ich den Knochen nicht irgendwie zusammenschnitzen? Wenn ich eine Inter. Eine Inter. Kann ich auch nichts machen? Kann ich was mit den Ratten machen? Der tote Schaffner wird zum Weichenhebel. Welche Ironie. Aber es passt Mist. Ja nicht. Passt nicht. Ich brauche. Wofür können wir das Band noch benutzen? Ich bin gerade echt überfordert. Kann ich den Schnaps nochmal nehmen? Und was wird das jetzt? Ich kann mir keine entstellenden Infektionskrankheiten leisten. Also lass das bitte sein. Nee, Gold muss ich ja mit dem Kran holen. Den Kran kann ich erst benutzen, wenn ich die Sicherung habe. Und ich habe die noch nicht. Leider. Ach, Manno! Na, aber ich brauche hier erst die Sicherung. Den Wartungskasten. Ich meine, wie ich es hochkriege, das weiß ich. Das aufschrauben und das hoch. Aber ich habe den Schraubenschlüssel nicht. Schraubenzieher, Schraubendreher, whatever. Oder ich muss irgendwie an den Schlüssel, aber ich komme mit dem Bein auch nicht an den Schlüssel. Und wieder bin ich dem Geheimnis der. Ich habe nichts gesagt, okay? Ich habe gar nichts gesagt. Vergessen wir das. Das ist nie passiert. Vorhin hat er halt die ganze Zeit gesagt, er ist zu hoch.
Ja. Ich bin ein Idiot. Ach, da war eine Sicherung drin. Ich dachte, ich krieg noch das Teil hoch. Okay. Gut. Weiter geht's. Reden wir nicht drüber. Bitte. Es funktioniert. Es funktioniert wirklich. Jetzt nur noch Goal in das Mindbike hieven und... Wham! Wo ist das Mindbike? Mist. Ich wusste, ich hab was vergessen. Ach so. Ah, da muss ich ja noch Schrott laden. Nee, ich muss die Weiche dann stellen. Aber dem ist er noch zu leicht. Das Bike ist nicht schwer genug, aber Goal fehlt ja auch noch. Ja, dafür brauche ich aber den Hebel. Warte mal. Probieren. Aber dann leuchtet ja die Lampe nicht mehr. Jetzt ist er wieder unten, ne? Probieren, studieren geht über. Kann ich das vielleicht... Mal gucken, wenn ich den Stromumkehrer hier einsetze, verhält sich das Signal genau umgekehrt zur Signallampe. Exzellent. Das geht. Dick Einstein. Nicht. So, jetzt müsste das Lampchen an sein und das Teil oben. Ja! Das grelle Licht stabilisiert die Schallwelle. Ich kann im Dunkeln sehen. Autsch! Ja! Hallo! So, ein Hebel her. Aber einen Stromumkehrer habe ich noch. Haben wir hier noch irgendwas? Danke, Skelettmann. War sehr großzügig.